Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Tim aka Zero hier und wir spielen eine weitere Runde BioShock Infinite. Und wir schauen einmal ganz kurz, ob die Aufnahme läuft. Und wir sehen, sie läuft und damit kann ich weitermachen. So, was fehlt uns noch? Genau, wir sind angekommen. In diesem Museum, beziehungsweise in diesem Freizeitpark, haben mal wieder Elizabeth Kräfte zu sehen bekommen. Sie kann Risse in, ja, irgendwo hin öffnen. In dem Fall ein Riss zum Songbird, so wie er scheinbar heißt, der uns, ja, wahrscheinlich fast getötet hätte deswegen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Alles klar. Okay, das könnte ich anzünden, wenn ich wollte. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen, je nachdem. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht... Okay, da kann ich einen Lockpick für gebrauchen. Wo kam ich jetzt her? Jetzt habe ich mich ein bisschen verloren. Genau, da kam ich her. Und ich möchte noch nicht in der Hauptstory weiter. Und ich glaube, da geht es in der Hauptstory weiter. Wie es aussieht. Das heißt, wir gehen da nicht hin, wir gehen hier hin. Drückst du es auf? Bin dabei. Fertig. Thank you. Ah, shit. Das nehmen wir auch noch mit. Das sind... erhöht an Skylands den Schaden von Waffen. Ausrüstung nehmen wir nicht, wir nehmen sie aber mit. Ist nichts, was ich im normalen Kampf gebrauchen kann. Gar keinen Fall. Wir nehmen absolut alles mit, was wir finden. Und wir haben uns natürlich noch dazu entschlossen, alles zu nehmen von allen Bürgern hier. Seltsam. Das ist seltsam. 5 Lockpicks benötigt. So viel haben wir jetzt nicht da. Moment, kann man hier durch? Nein. Gehen nochmal zurück. Und schauen nochmal, was wir hier finden. So, genau. Jetzt gehen wir auf die Seite. Okay, hier ist das Bad. Das soll doch. Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Wo? Wo ist der Lockpick? Da ist er. Ein Dietrich, genau. Der Dietrich ist es. Nicht Lockpick, Dietrich. Jetzt fällt mir der Name ein. Oh, das ist der ganz erste Klasse-Student hier. Fink Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Die Frage ist, warum? Oh, das ist ein Geldbeutel. Wo auch immer der jetzt lag. Da. Na, die Leute achten nicht auf ihr Geld hier. Es liegt auf den Toiletten. Die machen wir alles an. Läuft's über. Naja, die Soundkulisse hier nervt. Hier ist etwas Geld. Hier. Zack. Ich könnte den Kram auch anzünden, aber hätte ich wahrscheinlich den Lockpick nicht gekriegt. Mal geputzt werden. Ich seh ihn. Hi. Das scheint die Männertoilette zu sein. Mit ebenfalls so komischen Toiletten. Kann ich nur das Waschbecken benutzen und ansonsten nix. Joa, damit sind wir...
Vielleicht können wir hier noch einen Bonus freischalten. Schauen wir mal. Nee. So, das heißt, ja, es bleibt nur noch ein Weg übrig. Wir haben immer noch nicht 5 Lockpicks. Wo kriegt man diese? Kann man die vielleicht kaufen? Oh ja, was ist das? Ich spüre das Tier in mir. Was zum Henker war das? Okay, man kann sie aufheben. Will ich da noch was nehmen? Jo, was ist mit dir? So lange in Fickten gelebt, dass ich er geworden ist wie der Pöbel, der Haltet dort haust. Sie auf! Ging es nach Slate, säßen diese Farbigen und Kartoffelfresser in Comstock House und würden Columbia regieren oder in euren Häusern und würden mit euren Frauen kopulieren. Also, er hat sich in der Hall of Heroes verkrochen. Und es ist unsere Aufgabe, ihn da rauszuholen. Verdammte Mist! Da ist er! Falsche Herrscher! Okay, die zählen mir gut HP ab. Ich gehe mal mein Schild regenerieren. Keine Kugel, muss am Automaten hier mich kaufen. Ist nicht viel. Oder nimm meine, ich habe ganz viele davon. Hier. Ach, das ist wieder so ein Krähentyp. Ah, zeig mal, mein Freund. Wir sind schon ganz heiß drauf. Und tschüss. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Ah, das heißt, die Risse sind, also die man schon vorher gesehen hat, sind da und sie kann sie öffnen. Nö, das will ich nicht. Machen wir Geld? Schon heute die Produkte von morgen. Ja, wir brauchen Geld, richtig. Wir haben erstmal die restlichen Soldaten durch. Oh, gib mal hier. Zack. Na also. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Hier waren wir gar nicht. Ach doch. Ich glaube, hier haben wir niemanden umgebracht.
Nee, haben wir nicht. Und das sind alles. Ja. Nicht weiße. Auf jeden Fall müssen wir darüber. Das ist schon mal gut zu wissen. Genau, wir kamen hier an und wollten hier rein als erstes. Hm. Eine Kanone. Aber was also ist das? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Schockjockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Ja, hat doch gerade. Ha! Lockback gefunden. Einen brauchen wir noch. Tja. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Schockjockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? So, da haben wir noch so ein Ding. Nehmen wir das mit. Auch hier oben lang. Hall of Heroes, da sollen wir hin. Was gibt es scheinbar? Moment. Ich guck mal, ob wir da einen anderen Weg finden. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich ein Geheimweg sein, wo man so nicht hinkommt. Zumindest, wenn ich jetzt nicht links rein kann. Doch, kann ich. Leider nein. Dann gehen wir nochmal in den Pub. In den Traveler. Kann ich laufen? Okay. Scheint, dass hier nicht ganz so gut gelaufen ist. Eieiei. Was ist das? Rotflinte. Okay, Salze sind voll. Die wurden scheinbar überfallen. Und nicht von uns wohlgemerkt. Wahrscheinlich diese Vox Populi, wie es aussieht. Wo denn? Hey, da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Elisabeth kann Chiffren, die geheime Vox Populi Schrift. Okay, das heißt, ich brauche irgendwo ein Buch dafür. Ein Übersetzungsmatrix, wie auch immer. Was war das denn für eine Fähigkeit überhaupt? Muss ich mal testen. Ach so, das war das Ding. Sein? Achso, das ist der Rest von der Toilette. So, eine Chiffre, Chiffre, Chiffre. Hier muss irgendwo ein Buch liegen. Jetzt heißt es suchen. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Okay, Waffen haben wir genug. Das Einzige, was fehlt... Ah, wir haben 5. Wir können eigentlich in den Safe rein. Ist die Frage, lieber Safe oder so ein Raum, wo man zum Safe hinkommt. Eieiei. Ah, ich glaube, ich gehöre noch zu den guten Kunden hier. Ich habe genug Geld. Aber es fehlt doch ein bisschen
an Service hier drin. Stilles Lokal. Wo ist dieses verdammte Buch? Also wenn ich hier weitergehe... Hä? Da hinten muss ich ja rein. Ich soll irgendwo noch eine Chiffre finden. Ich würde zu gern wissen, was da steht. Ich könnte natürlich auch weitergehen ohne. Aber ich glaube, ich würde es so machen, dass ich gleich offline das, die Chiffre suche und danach... Hier ist etwas Geld. Hier. Gut. Vielleicht ist es auch in der Kanone drin. Sieht zumindest danach aus. Schauen wir mal direkt nach. Da hinten müssen wir rein. Ha! Ich hab hier was. Das hier ist das Codebuch. Optional knacke den Vox-Code. Können wir nochmal aufladen. Das ist Unsinn. So, dann zeig mal, was du kannst. Elizabeth? Hier drüben. Scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox. Im ersten Moment würde ich jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas ist. Machen wir aus da. Hut ab für die Vox. Ah! Guter Tipp, der Hut. Ha, ha, ha. Ja, das ist so eine Art Freiheitskämpfer sind das. Sind keine Terroristen, das sind... Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Wuhu. Was ist das denn? Panzerfaust! Oh ja! Super, jetzt sehe ich nicht. Nehmen wir noch ein bisschen Mana. Mana ist immer gut. Ich fühle mich schon besser. Ja, manchmal lohnt es sich doch, den einen oder anderen Code zu knacken. Und ein Sniper, ich werde nicht mehr, oder? Daisy Fitzroy. Nee. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Ja, ist die Frage, soll ich wirklich die Panzerfaust mitnehmen? Habe ich zwar jetzt ordentlich Munition für, aber... ich schätze mal, das ist für einen ganz dicken Gegner gut gedacht, aber so eine... Ich bin mehr immer so für viel Munition, viel Schießen. Nee, nehmen wir einfach mal mit. Wird schon nicht so schlimm sein. Das heißt, ich werde dann wohl auf MG gehen und irgendwas Dickes, den Gegner schneller zu killen. Beziehungsweise mich zu spezialisieren. Jetzt hab ich hoffe, ich habe nichts da drin vergessen. Also ich werde auf jeden Fall... Ich denke, das war alles. Das ist so eine... Ah, die machen hier Patronen dann, machen sie. Was steht da drin? Ja,
Anarchisten verlieren. Irgendwas. Ja, mit Messern draufgeworfen. Tyrann. Kann ich auch nicht anders sehen. Das ist irgendwo ein Psycho. Der aufgehalten werden muss. Aber ich sag mal so, welche Psyche will ich aufgehalten werden? Deine Ausbildung. Ihn fertig. Du musst nachladen. So, das wird unser... hier war ich doch gerade. Ach, ich muss in die Richtung. Stimmt, wir müssen mit dieser... Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem... Das wird absolut fantastisch. Oh ja, das wird es. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Hä? Ach so, da kommen wir gleich hin. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wie es hier weitergeht. Ich muss da dran springen. Alles klar, alles klar. Okay, ist auch so ein Haken. Woher auch immer. Echt geil gemacht. Sieh eine Skyline. Ach so, wir können auf eine andere Skyline springen. Oh. Okay. Hi. Springen wir auf die nächste. So. Oh. Cornelius Slate wird gesucht. Können wir sehen, wo wir waren, wo wir sind. Hall of Heroes. Und wir kamen von... Elevator, Main Street. War schon nice gemacht, die Stadt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, hier. Stimmt, mit der Fähre konnten wir ja gar nicht fahren. Welche neuen Vergewaltigungen?
Wo denn? Munition! Hab! Gib alles! Ah, ein Snipergewehr. Da! Vielen Dank. No! Ach. Jetzt die Frage. Also einen Sniper will ich eigentlich gar nicht haben. Scharfschütze, Vorsicht! Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Nö, ich bleib bei dem Gewehr. Da komme ich nicht hoch. Nehmen wir die Haupttreppe. Ich kann nichts finden. Erst die Frage, soll ich diesen verdammten Raketenwaffe behalten oder nicht? Vielleicht eher lieber so Sniper-mäßig durch die Gegend gehen. Warte mal. Lassen wir den Raketenwerfer weg. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen. Nehmen wir lieber das Präzisionsgewehr. Ich glaube, da haben wir mehr von. Wo ist er denn? Da ist er. Hab schon gedacht. Wo muss dieser Händler doch sein? Und er hat nur Müll. Holen wir zumindest sechs Geld daraus. Hier, Mr. DeWitt. Danke dir. Hier komme ich schon mal nicht rein. Ja, ich habe gut HP verloren. Ich könnte jetzt das Geld für ausgeben, aber ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. So, wo kommen wir jetzt hier rein? Vielleicht hier? Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. So, und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Denn es wird gerade noch spannender.
spannender. Ich denke, irgendwann wird jetzt der Bossfight beginnen und es macht ja keinen Sinn, die Aufnahme dann noch weiterzuführen. Und ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.